Willkommen zurück auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zum ersten Mal mit Fahrrad-Content. Ist auch das erste Mal die Sonne, die da hinten. Jetzt bei der Tour da. Heute geht es zum ersten Mal auf so eine mittlere Tour, 50 Kilometer, vielleicht auch 55 mit dem da, mit dem Triban 120 oder AC 120 von Decathlon. Das ist ein sehr günstiges Rennrad. Hat vor etwas über einem Jahr, mal hier aufmachen, ja, 499 Euro gekostet, als es verfügbar war. Ja, mit Pedalen. Habe ich jetzt kennengelernt, bei Fahrrädern, die werden oft ohne Pedale verkauft. Ich habe keine Ahnung warum, egal. Mit Pedalen. Was haben wir? Wir haben, gehen wir runter. Wir haben Scheibenbremsen. Was haben wir noch? Hier vorne eine Carbonkabel und der Rest ist Alu. Und wir haben, ich nehme euch mal mit, hier runter. Ihr seht, wir haben 2x11 Gänge. Genau, hatte ich jetzt letztes Jahr nicht so viel gefahren, vielleicht insgesamt bisher 1000 Kilometer. Jetzt ein bisschen mehr, ja, soll ein bisschen mehr Rad gefahren werden, auch als Crosstraining. Und weil ich glaube, so ab 100 Kilometer, vielleicht auch schon ab 80, kann man einfach, glaube ich, sehr viel sehen mit dem Fahrrad auf so einer Tour, auch wenn das Wetter ein bisschen besser ist. Ihr habt gesehen, ging bisher fast nur auf Radwegen und dann das eine Stück Straße. Bisschen eklig, viel Anstiege. Da ging es natürlich dann auch mit Gegenwind und Regen nach oben. War aber nicht angesagt. Ja, noch zum Fahrrad. Es ist fast so, wie man es kaufen kann. Das Einzige, was dazugekommen ist, ist jetzt noch eine Luftpumpe, auch von Decathlon, damit dazu gekauft. Der Radcomputer, ein Garmin, müsste ich nachschauen. Hinten so, eine Satteltasche. So eine Satteltasche. Ja, zwei Schläuche drin. Und heute erstmalig auch mit einer Trinkflasche dabei. Oh, Trinkflasche. Mit etwas über 700 Millilitern. Genau. Und dann gucken wir mal. Das hat mal Wert Radwege, die hauptsächlich so alte, ja, Eisenbahnrouten sind. Kennt ihr bestimmt. Und jetzt sind wir ein bisschen hier auf dem Schotterweg unterwegs. Ja, lässt sich gut fahren. Und vorne noch Straße. Und wir haben von den angedachten 50 sind wir jetzt fast schon mal 30. Das heißt, der größte Teil schon weg. Und wie gesagt, endlich Sonne. Und dann geht es gleich weiter. Ja, mit dem günstigen Fahrrad auf einer mittleren Tour. Ich freue mich. Nicht viel los. Aber die Vögel sind jetzt auch wach. Bis nachher. Ja, hier auch so Schotter, Waldwegen, da haut es einen ganz schön durch auf diesem Rad. Es hat keine Dämpfung, gar nichts. Und wir haben so 28 mm Reifen mit relativ wenig Profil. Wir sind jetzt hier an so einer Weggabelung. Oh, ist relativ kalt sogar. Das sind vielleicht 8 Grad, würde ich sagen. Also man merkt schon ordentlich an den Händen. Hier steht jetzt nochmal dran eine Ruine. 600 Meter. Hier hinten hoch. Warte mal. Da hinten hoch. Und da gucken wir jetzt mal hoch und dann testen wir gleich noch ein bisschen die Waldfähigkeiten vom Fahrrad und gucken mal, ob oben noch was zu sehen ist von der Ruine. Bis gleich. Thank you.
ja, hier im Wald beziehungsweise auf ja, dieser nassen Strecke war es dann nichts mehr mit dem Fahrrad, weil einfach viel zu wenig Profil ist und man, ja, sobald man ein bisschen drauf gibt, also Kraft, dreht man einfach hinten durch. Dafür sind wir jetzt hier schön, bei der Brokkoline. Und ganz, ganz viel los mit den Vögeln hier, vielleicht hört ihr es. Und jetzt geht's, glaube ich, fast nur noch bergab. Also jetzt hier runter zu dem Ort. Echt schön, hier oben war ich noch nie. Geht auch ein wunderbarer 90 Kilometer aktuell. Aber wahrscheinlich später mal längerer Wanderweg lang. Premium-Wanderweg. Ja. Hat so ein bisschen was von Herbst gerade, obwohl die Vögel zwitschern, aber das Wetter ist einfach wie ja, Februar oder November. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir zum Asphalt kommen und dann nach Hause rollen. Weiter geht's. So, die 50 sind schon geschafft. Da steht's. Wir sind nach den letzten Kilometern. Wurde auch schon ein bisschen dunkler. Ja, kurzes Fazit, also war kein Problem mit dem Fahrrad, auch ohne Radhose heute. Mal über 50 Kilometer zu fahren, über Stock und Stein auch ein bisschen. Geht wunderbar damit. Ja, gibt es was zu meckern? Nö. Wie gesagt, im Wald runterwärts, auf so Forstwegen. Ist nicht ganz so angenehm. Ja, da waren wir vielleicht mit 15 km unterwegs, mehr nicht. Bisschen mehr auf Sicherheit. Ansonsten alles gut. Bin ich gespannt, ob wir vielleicht bald die 60, 80 oder sogar 100 schaffen. Und ich nehme euch mit, weiter mit ja, dem Budgetbike auf den Rides. Wir sehen uns. Habt eine gute Zeit, bleibt gesund, habt viel Spaß. Ciao, ciao.